erleben, dass ihr Angestellte so heute alle nicht sein. Sie müssen ihre Masken, die ich machen muss. Und dann, die sind alle im Theater, in den Fundus. Und die werden auch hier und da mal wieder eingesetzt. Und sie schmeißen sie eigentlich auch nicht weg. Und sie versteigern sie höchstens manchmal. Und so ist das mit den Masken. Ein Fundus ist ja auch das Museum. Gibt es Masken von dir in einzelnen Museen? Es gibt im Theatermuseum in Köln gibt es Masken von mir. Die, da habe ich den Kustos mal kennengelernt. Der war hier in Berlin und hat von einem Freund Dinge fürs Museum geholt und will sie dort archivieren. Und den bat ich, ihn bei mir mal vorbeizuschicken. Und der nahm drei sehr schöne Masken von mir mit. Er hatte Geschmack. Und jetzt sind die im Kölner Theatermuseum. Und ich bin eigentlich ganz stolz darauf. Es gibt jetzt hier in dieser Ausstellung noch zwei Ausnahmen zu deinen übrigen Masken. Also du hast ja an die, so glaubst du, an die 1000 Masken im Laufe deines Künstlerlebens geschaffen. Es gibt zwei sogenannte, ja du nennst sie glaube ich Ensemble-Reliefs. Also verschiedene Masken, einmal dort vorne sind es Menschenmasken, ja. Hier um die Ecke dieser Traum in Blau oder Relief in Blau, ja. Es sind Tiermasken. Wie entstehen solche Ensembles? Ja, also ich bin in meinem Atelier aus der 5. Etage in Sutterbrunn gezogen und fühle mich da sehr wohl und ihr könnt mich alle dort mal besuchen, wenn ihr Lust habt. Es ist sehr schön da unten, es ist kühl im Sommer und warm im Winter. Und als ich umzog, gab es eben sehr vieles, was mit hinunter musste. Unter anderem natürlich sehr viele Masken. Und da ich diese Rahmen hatte, die waren mal für eine Inszenierung gemacht worden, habe ich mir überlegt, ich stecke die Masken jetzt in die Rahmen hinein. Thematisch. Wie im Koffer. Wie im Koffer. Und lasse sie alle da rausgucken. Hier sieht man zwei dieser Rahmen. Eine mit menschlichen Gesichtern oder Masken und dort eine mit Tiermasken. Und das sind neue Kunstwerke, sind Reliefs geworden. Ich habe da noch einige. Ich machte für Meining eine große Ausstellung in dem Schloss in Meining. Da haben wir uns übrigens auch getroffen. Kennengelernt. Und das war für mich eine sehr wichtige Ausstellung, weil Meining ist eine Theaterstadt und haben eine lange, hundertjährige Theatertradition. Und die Fürsten dort waren selber an Theater interessiert und haben auch Kostüme, Masken und auch Bühnenbilder entworfen. Und deshalb zeigen sie jetzt auch Masken zum Beispiel. Und ich konnte zum ersten Mal meine Masken zeigen. Also die Galeristen sind nicht erfreut, wenn man Masken zeigt, weil sie Masken gelten nicht als Kunst, sie sind angewandt und sie sind im Auftrag gemacht und das wollen sie nicht so gerne. Und in Meining zeigte ich zum ersten Mal meine ganzen Masken und eben auch diese Reliefs und das war sehr gut, weil das ist sind Riesenräume, 7 Räume nacheinander und die musste ich alle bestücken und das gelang mir auch und die Wände waren eben mit diesen Reliefs bestückt und das war gut und dafür machte ich sie und konnte beim Umzug von der 5. Etage in den Raum unten auch gut bewerkstelligen. Ich habe die oben noch gemacht und in den alten Reliefen. Es ist schön, dass man das jetzt hier so erkennen kann. Wir sind eine andere Ausstrahlung als eine andere Ausstrahlung. Die Maske ist anders eingesetzt. Die Maske wird ja immer anders eingesetzt, wenn sie fürs Theater gebaut ist. Das ist jetzt sowieso eine Frage. Ist das, was du machst, nämlich deine Maske, in dem sind wir hier wunderbar umgeben? Sind das Kunst?